Moin Leute, ich bin der Danny und ich bin ja vor kurzem nach Kenia gezogen und bevor ich hier quasi nach Afrika bin, haben die Leute mich dann so ein paar Sachen gefragt wie, kann man hier vernünftig leben, lebst du da in einer Lehmhütte, gibt's da genügend zu essen und ich muss echt sagen, Leute, mir geht's verdammt gut. Eine Frage, die mir auch oft gestellt wurde, war, warum haben die Leute in Afrika denn eigentlich so viele Kinder? Und bevor wir der Frage weiter auf den Grund gehen, dachte ich mir, ich gehe einfach mal in die kenianische Hauptstadt Nairobi, bewaffne mich mit meinem Mikrofon und frage die Leute einfach mal selbst. Why is it that in Africa people have more kids than in Europe? What is your opinion on that? Okay, personally we are a lot of kids and I think with Africa the tradition. Yeah, a long time ago it used to be when you have a lot of kids, that's a sign of wealth. I think in Europe, children are more or less like just a continuity of the bloodline or something. But for us, the more children you have, like since time immemorial, the more children you have, the wealthier you seem in society. Of late, it's changing. Mm-hmm. Yeah. Of late, changing due to the economic issue and the situation, it makes us to go to 2 or 3 kids. In the African culture, talking about things like sex, how many children you should have, is more or less like a taboo in African cultures. So with all the advertisements that have been done and exposures, more people are more informed about family planning. So they have started taking up the family planning methods all the way to people like in colleges. Yeah. So they've started being taught about family planning, therefore reducing the number of children that people get. Up to now, people of my generation, you hear people saying, no, I want one kid, I want 2 kids. So I think contraceptives are, there is a lot of, you know, they use because people are aware that they exist. Tradition, Kinderreichtum, Familienplanung, da war ja einiges dabei. Ein Begriff, der aber sehr häufig genannt wurde, war Entwicklung. Spannend ist, dass der Entwicklungsstand eines Landes meist direkt mit der Kinderzahl zusammenhängt. Frauen in Europa oder den USA haben zumeist viel weniger Kinder als Frauen in Afrika oder Asien. Bedeutet das etwa, Kinder machen arm? Jein. Okay, doofe Antwort. Ich versuch's mal genauer zu erklären. Zunächst mal, Afrika ist nicht gleich Afrika. Schließlich ist das ein mega großer Kontinent, in den Europa mehr als 3-mal reinpasst. Und genauso gewaltig sind auch die Unterschiede zwischen den Ländern. Es gibt Länder wie Somalia oder den Tschad, wo Frauen im Durchschnitt mehr als 6 Kinder bekommen. Und dann gibt es stärker entwickelte Länder wie Marokko oder Südafrika, wo Frauen nur 2,4 Kinder bekommen. Also das ist etwa vergleichbar mit dem Durchschnitt in Europa. Hier in Kenia sind es übrigens 3,9 Kinder pro Frau. Und übrigens, in fast allen afrikanischen Staaten ist die Kinderzahl pro Frau stark zurückgegangen. In Kenia waren es 1970 zum Beispiel noch mehr als 8 Kinder pro Frau. In Deutschland waren es im gleichen Jahr 2,1 Kinder und heute ist die Zahl auf 1,4 Kinder zurückgegangen. Aber was sind die Gründe für diese großen Unterschiede? Es gibt eine ganze Palette davon, aber hier sind mal die 3 wichtigsten. Erstens die Rolle der Frau. In vielen Ländern ist die Rolle der Frau sehr traditionell. Sie kümmert sich ums Haus, sie kümmert sich um die Kinder und die Bildung ist wiederum nur den Jungen vorbehalten. Doch das wandelt sich zurzeit stark, besonders in den Städten. Immer mehr Mädchen besuchen Schulen und Universitäten und wollen mehr als die reine Mutterrolle. Und Studien beweisen auch, wenn Mädchen eine gute Bildung erhalten, dann bekommen sie später und weniger Kinder. Nur leider haben heute nicht alle Mädchen diese Chance auf dieser Welt. Ein weiterer Grund ist Altersabsicherung. In Deutschland gibt es für jeden Bürger irgendeine Art der sozialen Absicherung, auch wenn man nicht gearbeitet hat zum Beispiel. In Afrika muss man sich aber selber um seine Altersvorsorge kümmern. Und was ist besser, als die Last auf vielen Schultern zu verteilen? Wer also viele Kinder und Enkelkinder hat, hat bessere Chancen, im Alter versorgt zu werden. Und der dritte und entscheidende Grund ist die sexuelle Aufklärung. Und das Thema Sexualität ist in den meisten Entwicklungsländern wirklich noch tabu. Während Sexualaufklärung bei uns ja bereits schon im Grundschulalter beginnt, erhalten Mädchen und Jungen in vielen Entwicklungsländern oft falsche oder gar keine Informationen. Zum Beispiel erfahren Mädchen häufig nicht, warum sie ihre Tage kriegen, dass sie beim ersten Mal schwanger werden können und dass sie überhaupt die gleichen Rechte haben wie Jungen. Doch selbst wenn sie wissen, wie sie verhüten können, haben sie häufig gar nicht die Möglichkeit dazu.
Bei uns gibt es ja Kondome gefühlt an jeder Ecke und Frauenärzte verschreiben Teenagern auch die Pille. Aber in Entwicklungsländern ist das häufig nicht der Fall. So, ich denke, jetzt haben wir die wichtigsten Gründe zusammen, warum Frauen in Afrika mehr Kinder bekommen. Lasst einfach einen Daumen da und abonniert den Kanal, denn wir widmen uns noch vielen spannenden Fragen rund um diesen Kontinent. Macht's gut, ciao, ciao.